Hallo und willkommen zurück bei Empyrion. In der letzten Folge, da haben wir die Hauptstory weiter vorangetrieben und wir müssen eigentlich da hinten hin zum Com-Array. Aber hier vorne, ich scanne nochmal drüber, da haben wir noch so ein paar Mining-Drohnen und irgend so ein Zirax-Turm, Mining-Tower. Den würde ich mir gerne mal anschauen. Deswegen nähern wir uns mal ein bisschen und ballern erstmal die Drohnen weg. Und unser Schiff hilft uns dabei. Geschütztürme sind noch an, sehr gut. Das mit zu erledigen. Oh, ein Schwein. Ja, Drohne 1. Die große Minigun-Drohne. Auch erledigt. Ja cool, das war schon. Das waren die beiden. Da bin ich mal gespannt, ob da noch andere Gegner lauern. Wo ist denn die andere Drohne? Da rechts. Okay. So, ich lasse unser Schiffchen mal hier. Ich lasse es mal an. Ja, halt mal schön an. Und hatte ich hier noch ein bisschen... Ah ja, nur noch 5 Munition. Ja, da hatte ich irgendwie da zu wenig. Wie ich jedes Mal vergesse, dass ich hinterm Raumschiff noch was dran habe. Ja, euch hat es gut gefallen. Oh. Ja. Das ging jetzt ein bisschen schnell mit dem Plündern. Euch hat es gut gefallen. Und bin ich sehr zufrieden, dass euch gut gefallen hat. So. Wo ist denn die andere? Ach, die ist da drin. Guck mal, da drin. Da kommt der Rauch hoch. Da ist er runtergekommen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch schön vielleicht ein paar Ressourcen bekommen. Da ist er, genau. Ist genau hier reingeflogen. Reingefallen. Ach nee, gut, ist kein Gegner. Nur ein kleiner Terminal. Entschuldigung, Entschuldigung. Wollte ich. War aus Versehen abgedrückt. Ja, Fusionszellen. Ey, fantastisch. Wie viele Fusionszellen wir jetzt schon haben. Oh. Eine Nährlösung. Auch gut. Ich weiß gar nicht, geht's hier hoch? Oder. Ey, da fällt mir was ein. Wir haben ja auch die Bergbaugeräte, die wir irgendwo hinstellen können. 2 haben wir ja schon und ein paar mehr können wir hoffentlich bald bauen, wenn wir auf dieser Hidden Station die Waffen mal verkaufen. Da müssen wir zu Hause erstmal ein paar herstellen. Und dann können wir ordentlich Geld machen, dann können wir uns Bergbaukerngeräte kaufen. Und dann können wir vielleicht sogar schon T2, T3, weiß ich nicht. Aber T2 Bergbaukerngeräte oder Bergbaugeräte sollten möglich sein. Hm, ich glaube Gegner sind hier nicht mehr, nee. So, ja, ein paar von euch hatten geschrieben wegen Starfield, auch bis auf eine Stimme meinte der Rest, ja, zeig's ruhig, mach ruhig. Würde tatsächlich auch zum Kanal passen, aber ich habe damals auch Fallout zum Beispiel oder auch Skyrim hatte ich mal gezockt, auch auf dem Kanal. Guckt euch nicht an, gerade bei Fallout weiß ich noch. Habe ich auch einfach gespielt, wie ich Bock hatte. Und habe dann teilweise echt hanebüchene Entscheidungen getroffen, die mir, als ich gespielt hatte, damals gar nicht so bewusst waren. Erst als dann jemand schrieb und meinte, ey Alter, was hast du denn jetzt schon wieder abgezogen? habe dann Freunde hintergangen, habe selber in dem Moment gar nicht so richtig gemerkt. Ja, es ist, ne, es ist natürlich auch, oh, ich würde so gern vielleicht... Weiß es noch nicht. Also ich glaube, ein richtiges Let's Play zu Starfield mache ich nicht. Vielleicht nehme ich euch am Anfang mal mit, aber gut, es wird 1 Million Videos auf YouTube geben, die das genauso machen. Oder vielleicht zocke ich für mich und zeige zwischendrin ab und zu mal, vielleicht immer mal so ein halbes Stündchen, wenn ich mal was gemacht habe, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht für die ein oder anderen interessant sein, die es noch nicht gespielt haben oder noch überlegen. So ein kleines bisschen Expertise habe ich ja, was so Weltraumspiele angeht, immerhin schon mal mitgenommen. Aus Elite Dangerous vor allem natürlich, da irgendwie, weiß ich nicht, 4000 Stunden und 1400 Videos auf YouTube mittlerweile. Da ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen und auch hängen geblieben, das ist ja das Wichtige. Aber natürlich kann man auch gänzlich ohne Qualifikation auf YouTube Sachen hochladen. Sehen wir ja hier am Empyrion Let's Play mal wieder. So, hier ist aber nichts weiter. Jetzt die Frage, oh Gott,
Kann ich... nee. So. Kann ich mir einen Kern hinsetzen? Und nochmal gucken? Ah! Oh, Leute. Yes. Okay, wenn ich jetzt P drücke, sind wir im Mining Tower. Mega gut. Und jetzt F4 drücke, kann ich auch den Mining Tower auswählen. Nicht nur die Blackstar. Der Mining Tower gehört jetzt uns sozusagen. Achso, ich wollte noch was zu den Bergbaugeräten sagen. Da war ich gar nicht fertig. Ich habe das Thema aus einem anderen Grund angefangen, aber hier ist nichts weiter. Also ich kann hier nichts mehr looten. Okay. Ach ja, stimmt. Und ihr meintet, wenn ich kann den, deswegen hatte ich mehrere gebaut, wenn ich den so demontiere, bekomme ich die Materialien wieder. Aber leider nicht den Kern. Das ist ein bisschen schade, deswegen auch immer mehrere dabei. Na gut, okay, dann... Ich könnte den... Ich könnte hier unten wieder wegnehmen, dass der von oben einmal nach unten durchfällt. Und wir haben dann wieder viele Materialien. Und genau, dass wir um unsere kleinen Bergbaukerngeräte auch irgendwie mal so einen Mining Tower drumherum bauen. Das ergibt natürlich null Sinn, aber es sieht dann ein bisschen nach was aus. Und dann steht da nicht nur dieses kleine Bergbaukerngerät drumherum, sondern vielleicht mache ich mir oder machen wir uns das als Blaupause. Kann ich nur im Kreativmodus Blaupausen erstellen oder könnte ich es auch im Survival? Das müssen wir mal gucken, ob das geht. Das ist mit Alt-O macht man das eigentlich. Können wir mal schauen, ob das funktioniert. Ich nehme jetzt hier mal unten rum wieder alles weg. Einmal unten rum ausziehen sozusagen, die Basis hier, den Mining Tower. Und dann sollte der Rest von oben nach unten durchkrachen. Oh, ja. Da löst sich... Au! Ah, knapp. Fast auf den Kopf gekriegt. So ein bisschen was fällt schon runter. Und da sollte der Rest bald nachkommen. Genau, dass wir da einfach ringsrum so ein bisschen was bauen. Huch! Ich versuche mich nicht nochmal so doll zu erschrecken wie letzte Folge unter Wasser mit dem Teil. Da hat es bei einem von euch hat's einen Tee zerlegt und bei der anderen einen Kaffee. Wenn ihr mal in meiner Stadt seid, dann gebe ich euch den aus. Das müsst ich wieder gut machen. Ich komme aber nicht für Tischkanten auf. Möchte ich nochmal sagen, ne? Ausdrücklich. Tischkanten sind eure Probleme, nicht meine. Bruchstück. Oh, so nach und nach kollabiert das alles. Aber wenn ich das hier jetzt so einsammle, doch, da habe ich ein bisschen was... Das war weg. Manchmal bekomme ich auch nichts. Aber wir bekommen ein bisschen Zement und so, da können wir auch wieder schön... Ich habe natürlich recht, ne? Mir fiel das auch auf. Ich weiß auch, dass ich aus Schotter, dass da auch dieses Kohlenstoffsubstrat gewonnen wird. Ich habe das nur selber irgendwie noch nicht erwähnt. Aber das habe ich selber zu Hause schon ein paar Mal gemacht, ne? Dass ich einfach dann... weil ich neulich mal direkt Kohlenstoffsubstrat... Kein Sauerstoff mehr. Kann ich den Helm hier nicht ausziehen? Ne, warte mal. Uwe-Helm. Aber da habe ich auch kein Licht. Habe ich echt keinen Sauerstoff mehr? Mach mal Licht an. So. Ich dachte, wir sind gleich rum. Einmal nachladen. Doch, größer. Achso, das ist schon der zweite. Ne, ich wollte ja erstmal den hier. Ich wollte ja erstmal nur einen. Ja, hier bekomme ich jetzt nichts. Warum eigentlich manchmal nicht? 384 Stahlplatten, jawohl. So. Die Beton. Ah, da ist er! Ja.
Geil. Mega gut. So macht Looten echt Bock. Das geht manchmal leider schnell weg. Ah, das ist sogar noch in der Luft. Ja, manchmal entschärft nicht alles. Na gut, soll reichen. Wir haben, okay, nochmal 2000 Stahlplatten gemacht. Wo ist denn mein Raumschiff? Immer zum Licht gehen. So. Na gut, hier war jetzt tatsächlich deutlich weniger los. Ich dachte, hier ist noch alles voll mit Zirax-Wachen und vielleicht noch ein paar von diesen Golems, die hier unterwegs sind. Aber nein. So füllt sich hier drin eigentlich der Sauerstoff wieder auf? Fuck, ich hätte eine Sauerstoffstation hier mit reinbauen sollen. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil Sauerstoff gibt es ja hier auf dem Planeten. Das ist ja eigentlich keine große Sache. Okay, komm, wir fliegen mal zum Com-Array. Hier schwebt noch so ein bisschen was in der Luft rum. Dabei wissen auch die Gegner, dass wir hier gewesen sind. Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen wie so eine Nebelwand wirkt, wenn hier die Lichter an sind, das lässt sich gar nicht so großartig vermeiden, egal wo ich diese ranbaue. Ich meine, gut, die scheinen jetzt schön von hinten. Einmal schön am Cockpit vorbei. Sieht aber gefährlich aus, oder? Ah ja, was haben wir denn hier noch? Da, Ressource. Ein bisschen Kobalt und Neodymium. Ressourcenpunkte hatten wir ja schon gefunden. Das war ja schon gar nicht so verkehrt. Oh, wir können mal was essen. Ah, nochmal Neodymium. Top. So, Moment. Ach komm. Hau mal noch einen rein. Das ist auch geil, dass wir die Upgrade-Bausätze haben. 3 Stück davon. Genau, unsere beiden Hosentaschen-Mitarbeiter. Oh, was ist das hier vorne? Eine alte, kaputte Farm. Na gut, wir halten mal kurz an. Glaub nicht, dass hier großartig irgendwas ist. Hier ist ein Solarpanel. Ah. Hier geht's. Ah, okay. Huch. Was? Ach so. Ja, ja, ja. Gibt es hier doch keine atembare Luft. Oh, ein Pulsgewehr. Könnte man verkaufen. Okay, da wird es hier mit dem Sauerstoff echt eng. Aber warte mal, ich habe doch Sauerstoff mit. Hatte ich nicht Sauerstoff immer... Immer, hatte ich hier was drin? Ja, doch hier. Konnte ich das nicht? Shit. Das kann ich so nicht nehmen, ne? Warte mal, wir haben einen mobilen Konstruktor hinten drin. Vielleicht können wir eine Sauerstoffstation bauen. Da war gerade so ein Golem, deswegen schießen gerade unsere Geschütztürme. Mist, okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, einmal Richtung Stern. Der sieht auch geil aus von hier. Wir sind deutlich näher dran. Man sieht richtig die Oberfläche. Ah, verschwindet jetzt leider hinter der dichten Wolkenschicht. Bin schon gespannt, wie sie es bei Starfield machen. Ich weiß gar nicht, gibt es da schon Gameplay-Szenen, wie der Atmosphäreneintritt ist? Oder haben die das gar nicht gemacht? Gibt es eine Ladezeit? Weiß man noch nicht, ne? Ich meine, ich hätte ein Video gesehen, wo jemand einen Punkt auf einem Planeten auswählt und, naja, nächster Schnitt war dann, der ist schon dort angekommen. Da vermute ich fast, dass es vielleicht gar keinen Eintritt gibt, dass man hier so nahtlos, in Anführungsstrichen wie hier oder Elite Dangerous oder Star Citizen,
da hoch und runter fliegen kann, sondern das vielleicht mit einer kleinen Ladesequenz oder so überbrückt wird, würde mich mal gar nicht mal großartig stören. Bin schon gespannt, wie sie die Planeten gebaut haben. Auch wenn dann natürlich, weiß ich auch wieder, da wurde sich vorher teilweise aufgeregt, ja irgendwie 1000 Planeten, bla bla bla, natürlich, ja. Auf ein paar davon finden mit Sicherheit die Hauptquest statt, dann hast du ein paar, wo du Ressourcen sammeln kannst, vielleicht noch ein paar Tierchen, Pflanzen, so ein Gedöns findest, klar. Und der Großteil wird natürlich auch Staub leer sein, weiß nicht, hast vielleicht mal eine Höhle oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das ist natürlich im Weltraum einfach so, dass da auch oft viel nichts ist. Deswegen, mich stört sowas gar nicht bei so Weltraumspielen, wenn da auch viel nichts ist. Von daher, ich habe da gar nicht so die großen Erwartungen eigentlich. Ich lasse einfach auf mich zukommen, guck, was das Spiel bietet und dann stelle ich selber für mich fest, ob es mir passt oder nicht. So, wo schießt du da jetzt drauf? Ist da irgendwas da drin oder? Warte mal. Hier rechts ist irgendwo eine Drohne. Die nehmen wir mal mit. Feindlicher Truppentransporter. Der kommt von hier oder was? Viel ausgehalten. Auch die Handelsgilde bekomme ich Minuspunkte. Oh, das ist aber nicht schön. Oh, mein Schild ist gleich im Arsch. Oh, fuck, jetzt ist der Schild im Arsch. Oh, shit, ich muss mal ganz schnell hier weg. Okay, hier ist viel, viel mehr los, als ich gedacht hätte. Ach, du Scheiße. Okay. Ja, jetzt muss ich unser Schild erstmal wieder aufladen. 10%. Das dauert jetzt eine Weile. So, ich denke, das reicht mit dem Wegfliegen. Okay, da habe ich die Lage komplett falsch, wie immer, eingeschätzt. Ich dachte, das ist nur der eine Kackturm. Da sehe ich, da ist mehr und mehr. Und da hinten... Oh, da ist der Truppentransporter. Aber wenn er keine Geschütztürme dran hat, kann ich den noch von hier oben... What the fuck, Alter? Den würde ich gern looten. Unser Schild ist wieder da, Gott sei Dank. Oh, Notsauerstoff. Kann ich den nehmen? Ja! Na, immerhin ein bisschen. Was macht der? 50, 35? Ein Blaster? Eine Handkanone? Ach, krass. Das ist ja geil. Der macht 220 Schaden, der Blaster. Mehr als unser Scharfschützengewehr. Ach, ist nicht wahr. Habe ich da Munition für? Sieht cool aus, gefällt mir. Naja, schick. Ich weiß nicht, warum da die ganze Zeit da hinten hinschießt, unsere Minigun-Türmchen. Okay, der Schild ist auf jeden Fall wieder da. Schon mal gut, dann gehe ich da jetzt mal rein. Vermutlich ist da oben einer. Da kriege ich jetzt ein paar mit meinem neu gewonnenen Freund, dem Blaster, ein paar ab. Aber lass den Turm ganz, ja? Und baller mir nicht die... Warte mal. Baller mir nicht meine Munition alle. Da haben wir doch gar nicht mehr so viel, oder? Warte mal. Naja, 1115. Wir hatten mal 4000. Okay. Stationscomputer hat einige interessante Informationen. Das Radarareal wird sehr gut verteidigt, aber in einer dieser Randstationen wurde ein Teleporter als Nebeneingang eingerichtet.
Tatsächlich genau hier. Finde den Teleporter und benutze ihn. Ach shit, echt? Guck mal. Hey, geil, Blaster, mega gut. Ja, toll. Nach Radarstation. Scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach mal. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Hallo? Oh oh. Alter. Oh, Alien-Container. Kann ich nochmal zurück? Ja, geht bestimmt, ne? Sturmschrotflinte. Episch. Ach. 55 Schaden, was macht unsere? 53? 240 RPM. Hey, nehmen wir auf jeden Fall mit, bestimmt einiges wert, das Teil. Oh. Ja, Lasergewehrzelle, nice. Da könnten wir uns heilen. Okay, pass auf. Das ist ja geil. Okay, ich gehe nochmal fix zurück, leere nochmal das Inventar, pack nochmal ein bisschen was rüber in unser Raumschiff. Dann kann das ja dort erstmal bleiben. Pack auch mal die Waffen erstmal rüber. Ja, ganze. Ach ja. Die können ja hier rein. Alles klar. Gut. Inventar geleert. Dann können wir ja fröhlich vor uns hin looten. Erst shooten, dann looten. In den Kernraum sollen wir. Okay. Sirax Laser. Ein Bohrer. Ja, ich nehme einfach mal alles mit. What the fuck? Wo denn? Da oben. Warte mal. Okay, ein Schuss noch. Das ist geil. Ich kann mich hier direkt einmal aufladen. Hier hatte ich ja auch noch mal ein paar Lasergewehrzellen bekommen. Vielleicht finden wir noch ein paar. Ein Detox-Kit, ja, sehr gut. Noch eine Schrotflinte. Ja, komm, die kippe ich mir direkt mal rein, was soll's. Noch ein Bohrer. Was ist denn hier los? Ist es ein Zahnarzt, oder? Ah. Das ist ein Zirax-Spawner. Kann ich den kaputt machen? Ja, kann ich. Schweres Scharfschützengewehr. 340 Schaden. Eine Minigun. Alter. Geil. Laser. Ey, was ist denn hier los? Noch ein Lasergewehr. Alter. Okay, also waffentechnisch wurden wir schon mal ganz gut ausgestattet. So, aber hier vorne war ja noch diese andere. Drüben geht es auch weiter. Ich gehe erstmal da drüben rein oder durch.
Da ist eine U2-Station. Und eine Anzugstation. Ja. Oh Gott, das ist wieder so ewig groß hier. Ach ne, hier geht's raus, okay. Tür auf, da draußen ist kalt, da möchte ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob die da immer gespawnt werden, die Gegner. Ha! Hier triffst du mich nicht, wa? Hier ist eine Zwischendecke. Geil, Minigun. Ach ja, ihr euren Wischroboter. Euren Blechdosen. Okay, macht sich gut. Die Minigun ist mein neuer Freund. So, das ist nur... Genau. Noch weiter hoch. Bin ich jetzt wieder draußen? Ah ja. Ach, hier ist das. Da drüben steht... Was? Ach du Scheiße. Da drüben steht unser Raumschiff, wollte ich gerade sagen. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Da habe ich nichts gesehen vorher. Verdammt. Ach doch. Ja, hier unten. Moment, wie komme ich hin? Ah, shit. Liegt das Zeug da oben rum? Das ist natürlich... das war einmal hier hoch, oder? Fuck. Ja, da oben dann durch und dann nochmal und dann... Da oben liegt's. Da muss ich jetzt aber schnell sein und dann auch schnell wieder runter. So. Nichts mehr weg. Das da... Oh, da kam ich gerade so ran. Glück gehabt. Dass wir das wiederbekommen haben. So, hier waren wir. Okay. So, das war der Ausgang. Ach, so eine Blechtrommel. Okay, Minigun ist alle. Huch, ey, nimm die mit. Eine schwere Scharfschützengewehr. Auch nicht schlecht. Futter ich direkt mal. Ja, Gewehrpatronen. Bisschen Geld, Gewehrpatronen. Milch. Bisschen was zu futtern, na gut. Energiepillen. Oh, geil. Fetter Ausdauerschuh. Kann ich auch mitnehmen. Ich habe ja schon einen Stapel voll. Trifft er nicht? Oh, immer das nachgeladen. Seit wann habe ich ihn eigentlich hier unten? Das sehe ich jetzt erst. Der epische Bohrer. Neun Meter Reichweite. Okay, cool. Ach, ich lass mal den Scheiß hier. Oh, ein Heißgetränk.
Farm jetzt hier brauche ich hier, glaube ich nicht. Wahrscheinlich genau das, was ich in 10 Minuten brauchen werde. So, okay. Ja, dann das wieder der Anfang. Und jetzt haben wir hier unten, glaube ich, einmal alles abgesucht. Zumindest uns einmal durchgeballert. Hier ging es noch runter, genau. Ich würde auch behaupten, wir müssen nach unten. Ich glaube, der schwere Schutzanzug ist ganz geil, oder? Der hält schon ein bisschen Schaden ab. Schrotgewehr-Upgrade-Bausatz. Mega geil. Alter. Sollte ich doch die ganzen Spawner hier kaputt machen? Oder kommt da nur immer noch mal ein-, zweimal einer raus und dann gar nichts mehr? Oder können da alle paar Minuten immer wieder neue Gegner spawnen? Weiß ich nicht, wie die das hier handhaben. Hätte gerne eine Schrotflinte mit 20 Schuss. Schon wieder. Ach komm, hör auf. Das ist ganz cool, wenn ich mich direkt runterstelle. Können die mir gar nichts. Ey, das ist aber auch ganz cool. Noch so einen schrägen Block drunter unter so eine Treppe. Ja, wobei, warte mal, wenn ich so Treppen baue, da haben die doch automatisch, glaube ich, so einen Block. Hä? Ach so, das waren die Energiepillen. Ach, die haben jetzt aufgehört, die 5 oder 6 Minuten sind rum. 5 Minuten, glaube ich, 300 Sekunden waren es, ne? Ach so. Oh, er sieht ja aus wie bei mir. Sehr säulenlastig. Wie blöd. Nicht die Schlausten hier. Könnte ich ja auch anfangen bei denen. Achso, das ist nur eine Bank. Ich dachte, das wäre eine Kiste. Ach, du schon wieder. So. Oh, was war das? Laser-Upgrade-Bausatz. Oh, 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 oh. Schrotflinte. Offene Fraktur. Ja, sowas kann wehtun. Gott sei Dank, ein Verband reicht. Bei einer offenen Fraktur einfach eine Binde drüber. Vielleicht noch eine sterile Kompresse und das wird wieder. Gar kein Problem. Nochmal gut zureden und in 0, nichts ist es wieder heiler. Oh. Danke. Achso.
Ey, oh Mann, ey. Ich hätte gern mehr Inventarplatz. Ich habe ein paar von denen schon übersehen, aber ich denke, die spawnen jetzt nicht woanders und kommen mir hinterher gelatscht. Die sind ja nicht mal so klug, dass die hier 50 Meter anständig vor und zurück laufen können. Oh. Da ist noch ein Geschütz. Oh. Huh. Ach so. Ich habe keinen Platz mehr. Ich hab doch den kleinen Kram, den wir eigentlich... Nehme ich lieber Waffen mit, weil auch wenn ich die nicht benutze, die können wir einfach verkaufen. Bringt ja ordentlich Geld, wie wir gesehen haben. Was ist das hier? Huh. Alter. Wieder blind reingelatscht. Komm jetzt, nimm... Das hier mal. So. Was war denn das? Das hab ich. Wart ihr das? Dein Wachroboter. Ja. Okay. Hey, die hauen gut rein. Wie auch immer die da drüber schießen konnten. Eine Schießanlage. Ja, okay. Nehme ich wieder so ein Gedöns mit. An dem anderen Raum, da ging es ja noch weiter. Jetzt weiß ich nicht. Geht es dann hier weiter? Nicht wieder eine offene Fraktur. Oh oh. Ich glaube, da rechts war noch was. Nee. Aber ist ganz cool aufgebaut, oder? Hier könnten wir richtig sein. Nur autorisierte Person. Ja, wenn ich immer so ein bisschen rumdrücke, dürfen die ja nichts dagegen haben. Das sind auch wieder Gegner. Ach, guck mal. Da ist ein Teleporter oder was? Der ist deaktiviert. Okay. Ha. Na. 7 Lebenspunkte. Macht mir so schnell keiner nach. Glück gehabt. Schweinchen Glück wieder unterwegs. Ja, ich dachte, ich krieg den einen dann noch irgendwie, aber habe ich falsch gedacht, wie immer. Na komm, schluck mal noch so einen Verband, genau. Arsch. Okay.
Eine Munition. Ich krieg auch keine Erfahrungspunkte mehr. Ich glaube, mit Level 25 sind wir durch. Wir haben noch 1152 Freischaltpunkte. Da können wir ohne Sprengladung. Multiwerkzeug T2 nochmal. Detox Kit, sehr gut. Noch eine Schrotflinte. Noch eine Schrotflinte. Gibt es eigentlich sowas wie Granaten? Also ich habe gerade die Sprengladung gefunden, ist mir klar, aber... Also das ist noch nicht der Kernraum. Ich könnte das zwar öffnen, aber den können wir zumindest jetzt noch nicht benutzen. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Da müssen wir weiter, aber da... Ach, da oben. Mist. Oh. Die sind auch gut platziert, ne? Mal schön in der Ecke, da wo man sie erstmal nicht sieht. Wenn man natürlich so ein bisschen blind um die Ecken läuft wie ich, dann... Siehst du erst, wenn du sie an den Rücken schießen? Ich glaube, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Alles cool gemacht hier unten. Ach ja, das ist jetzt der Raum, den wir gerade von oben gesehen haben. Ach komm. Zirax. Ach so, jetzt weiß ich auch, wofür der Shotgun steht. Da kommen Gegner gespawnt, die eine Shotgun als Waffe haben. Ah, cool. Noch eine Schrotflinte. Ja, dann nehme ich die Waffen mit, wenn ich die nachher verkaufen kann. Auf dieser versteckten Station. Wobei, die können wir mitnehmen. Okay, hier geht's doch nicht weiter, aber in dem anderen großen Raum mit den vielen Säulen, da ging es ja noch woanders weiter. Da war auch noch so ein Spawner. Hier auch, überall. Genau, da hinten. Ach, hör auf. Schwein. Na, war ja klar. Da geht's weiter, da ist noch eine Tür. Na cool, ein paar Notverpflegungen. Ja, immer schön. Heilen ganz gut, verfallen nicht. Noch ein Lasergewehr, Alter. Also, das ist ja echt übel. Wie viele Waffen wir hier. Oh, das war's zum Heilen. Und wenn ich verrecke, kann ich da wieder geboren werden. Auch nicht schlecht. Oh, Ratatouille. Das nehmen wir mal zu uns. Adrenalinspritze, ja. Okay. Ah, warum nicht? So.
Ach Gott, Moment. Kurz orientieren. Ist es da oder? Ah, hier oben. Ich hätte auch noch unsere Armbrust. Unsere schöne Schrotflinte ist auch bald wieder hinüber. Okay, 32 Schuss mit der. Können wir auch die nochmal nehmen? Ah, okay. Zick, zack, laufen. Geht nicht ganz. So ein Scheiß. Nice. Gut. Ich hatte das Ding vorhin schon angeknuspert. Überall diese Kryogenkammern. Da ist aber immer nur so ein bisschen medizinisches Zeug drin. Oder? Ja. Halt. Ich nehme mich mit. Ha, flupp. Ey, mega gut, ey, wirklich. Fantastische Waffe. Ha! Achso, rechts sehe ich gerade. Wurde schon geupdatet. Kernraum, betrete den Kernraum. Wir sind hier direkt im nächsten Raum. Da war eine Klonkammer, da hatte ich mich kurz angemeldet. Dann müssen wir da hinten und dann hier links. Hatte ich den mit meinem letzten Schuss auch noch erwischt oder lebt er noch? Ja, okay, das wird jetzt schwierig. Ja gut, er erschießt mich, wenn ich jetzt... Nein! Ja, das ist doof. Er hat auch nur noch ganz, ganz wenig Leben. Er hätte nur einen Schuss gebraucht. Oh! Nö! Hä? Ach, fuck! Oh Gott, warte, jetzt muss ich kurz. Hier runter. Musste ich kurz hart überlegen, wie wir da. Hier hinten. Okay, dann sind wir gleich wieder da. Gut, das ist tatsächlich hier um die Ecke. Da sind wir schon wieder. Ich war doch hier, war ich doch. Würde ich gern wieder hin. Dieser Bastard da hinten. Glück gehabt. Wo ist er denn? Da liegt er. Du kleines Ärschchen, du. Da ist eine Tür. Okay. Ich glaube, es geht noch eine Weile. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und... Ah, da kommen mehr. Nein. Ich gehe mal hier kurz ums Eck. Da dürften die jetzt nicht rauskommen. Glaube ich zumindest. Oder kommen die noch? Ach, da oben ist noch so eine Scheiß... Dings an der Decke. Wo bist du? Oh shit, ja, du fehlst mir jetzt auch noch.
Ja, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht mehr, wie weit es geht, aber ich denke, das geht schon noch ein Stück. Die Basen sind ja in der Regel recht groß, wie wir gerade sehen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Den Raum müssen wir noch betreten. Kernraum an sich haben wir anscheinend hier irgendwo gefunden. Der wird dann schon bald kommen, denke ich. Und mal schauen, was dann so passiert. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.